Mit dem Blick auf die hohe See begrüße ich euch zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind sehr, sehr weit im Kommen mit diesem Spiel, dass wir uns der, ich spreche es jetzt aus, 100% nähern. Who knows? Rigo, willkommen. Hi. Rigo ist wieder dabei, weil Rigo ist mein, wie soll ich sagen, meine gute Fee. Ohne ihn wird das hier nicht funktionieren, um das mal sozusagen ein 7 Jahre altes Let's Play fertigzustellen und mit dem Wissen. Na gut, deswegen habe ich mir einen Veteran wie Rigo zur Seite geholt. Wir wollen die Tauschquest jetzt weitermachen. Genau. Und damit im Zusammenhang steht dann auch, dass man in Portemonnaie einmal alles hübscher macht. Mhm. Du müsstest jetzt... du hast ja die Mondsichelfahne dabei. Genau. Mit der musst du... Die habe ich hier in meinem wundervollen Kasten. Ja, damit musst du zur Isla Bomba. Ich glaube, die ist bei Tantopia in der Nähe. Und dann musst du die da bei den Goronen tauschen. Okay. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal und wir werden mal eben zum Boot gehen. Ich höre es ein bisschen knistern irgendwie in deiner Stimme, Rigus. Irgendwas anders als gestern? Das ist ganz komisch. Nee, eigentlich nicht. Okay. Wäre mir jetzt neu. Seltsam. Vielleicht ist der Rechner einfach alt und überlastet. Aber ich mache immer einen Schnitt, bis ich im Boot bin. Und dann, wenn es schlimmer wird, dann mache ich das. Isla Bomba hinwarpen, ja, ne? Ja. Ja, gut, dann muss ich ja mal richtig machen. Ne? Ja. Also, ich glaube, die ist irgendwo bei Tantopia, die Insel. Bei Tantopia, also? Zumindest, okay. Glaube ich. Das. Okay, okay. Also hier unten, ne? Mach ich mal Tantopia. Ja, let's go. Ja, geh da erstmal hin und dann guck einfach nochmal auf die Seekarte. Das werden wir tun, Freunde. Los geht's nach Tantopia! Wie? So, Isla Bomba. Gucken wir mal eben, in welche Richtung. Isla Bomba. Da, direkt da drüber. Passt doch. Ja, direkt nördlich, ja. Perfekt. So. Ja, let's go in die Richtung. Ich hoffe, dass der Guide jetzt hier stimmt, weil scheinbar haben sie in der HD-Version teilweise die Tauschgegenstände der Goronen abgeändert. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so passt. Ach, guckst du gerade bei Nicht-HD? Nee, ich habe eben nur gelesen, dass bei HD einfach irgendwas in der Tabelle anders ist als vorher. Aber wenn wir jetzt das kriegen, was ich denke, was wir kriegen, dann machen wir einfach erstmal so weiter. Okay. Ja gut, das ist akzeptabel. Das sehe ich ein. Und sonst muss ich einen englischen Guide suchen, aber dann heißen die Sachen halt anders als jetzt im Deutschen. Da muss man halt... So, tut mir leid für die ganzen Cuts. Wir haben gerade ein paar Schwierigkeiten, weil mein Rechner, wie ich schon die letzten Male angedeutet hatte, er ist ein alter Sack, aber er gibt sein Bestes. So, hier haben wir einen Goron, wa? So wie Mario. Was? Grüße geht raus an Mr. Prinz. Den Mann ansprechen oder direkt das Item zeigen? Du kannst ihm direkt die Fahne zeigen. Dann müsste er sagen, oh, das sieht ja toll aus. Okay. Und dann gebe ich dir dafür dies und jenes und dann musst du dafür noch eine Gebühr bezahlen und... Kann er vielleicht auch sowas wie sagen wie, oh, das sieht scheiße aus? Nee, ich glaube nicht. Lies ihn mal. Das ist ja... eine Mondsichelfahne. Dafür gebe ich dir eine Wasserkrugträgerin-Statuette. Was sagst du? Ja, lass uns tauschen, Mann! Die haben, genau. Außerdem bekomme ich noch eine kleine Bearbeitungsgebühr. Also dein Tauschgegenstand ist ja schon etwas abgenutzt, aber mit 65 Rubinen dürfte die Differenz wohl beglichen sein. Was heißt denn hier abgenutzt? Keine Ahnung. Laut Guide kriegt man sogar von... Wobei, nee, das ist auf Ichthus. Nevermind. Teilweise musst du mit dem gleichen Händler halt mehrmals tauschen und dann kriegst du verschiedene Sachen. Mhm. Naja. Nun gut, damit wäre unser Geschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Keine Sorge, ein Bekannter von mir ist Postbote, die Waren sind also im Flügelschlag im Portemonnaie. Wenn du das nächste Mal da bist, vergewissere dich doch selber. Also ein Orni? Also dann ist es mir immer wieder eine Freude. Das muss als Corona ganz schön hart sein, ne? Du gehst im Wasser unter wie ein Stein und die ganze Welt ist mehr oder weniger nur noch aus Wasser. Alter. Was eins live. Sind das nicht die einzigen Goronen auch? Ja.
Außer den Händlern gibt's keine anderen. Oh mein Gott. Genau, warte mal, der guckt noch irgendwo hin, ist da was wichtig? Das ist nur, dass der Oktopus... Kannst ihn ja mal anquatschen, also kann ein Oktopus sein, kann aber auch... Ich glaube, er guckt sich das U-Boot an. Ja, ja. Ja, aber da war das hast du schon gemacht, weil der Behälter wird eine Flasche gewesen sein. Ja, ja. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wohin? Jetzt zur... Ja gut, jetzt zur Mutter- und Kindinsel, aber da kannst du dich nicht direkt hinporten. Da musst du vielleicht von Tingles Insel weitermachen. Tingles Insel. Ja. Also ihr hört schon, Leute, eine gute Fee spricht mir die ganze Zeit zu, wo ich hin muss. Wir bewältigen das jetzt zusammen. Aber ich sag mal so, in anderen Let's Plays wäre es jetzt so, dass man vorher nachguckt, wo man hin muss und wenn man 100% machen will. Hier geschieht es einfach live, liebe Freunde. Ich meine, was ist besser als das? Ich meine, vielleicht könnt ihr das in der Art und Weise genießen. So ein bisschen Vorbereitung ist schon nicht verkehrt, aber ja gut. Ja, ist okay. Ist okay. Ist ja okay. Ist okay. Mutterkind. Ja, ja. Link, nicht umbringen. Er ist so verlockend. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, heute ist mein Rechner so ein bisschen buggy. Hast du das auch schon mitgekriegt? Manchmal so Hänger. Ne, ich habe eben gerade wieder so leichte Sounds, auch Fragmente gekriegt. Jetzt gerade ist wieder besser. Boah, jetzt gerade ist echt schlimm, Alter. Vielleicht wird's demnächst mal Zeit zu schauen, was so ein guter neuer Rechner kostet. Ein guter neuer Rechner kostet immer noch zu viel Geld. Das ist das Problem. Ja. Was soll ich denn sagen? Muss man schon Geld für zur Seite legen, das ist schon richtig. Es ist halt einfach so viel Geld. Und die Frage ist, ich könnte auch einen Laptop gut gebrauchen, weißt du? Und ich weiß gerade nicht, wo ich erstmal mein Geld reinstecken soll. Laptop oder Rechner? Das ist die Frage. Boah! Ja. Voll drauf geentert, Alter. Beach. So. Lieber Gorone. Hallo. Okay, Link will ja nicht hoch. Fuck. Hat Angst vor dem. Der möchte jetzt sicherlich die... Ach so, die ist ja schon hier. Hier, ja, bitteschön. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt auch das, was da steht. Das ist ja eine Wasserkrugträgerin-Statuette. Dafür gebe ich dir die eine Schlussverkauffahne. Na, was sagst du? Nein, geh mal her, Alter. So, jetzt müssen wir uns allerdings noch über die Bearbeitungsprodukte halten. 35 Rubine. Ja, gut. Wenigstens sagt er nicht abgenutzt. Wahrscheinlich, umso länger du das Ding in der Tasche hast, desto abgenutzter wird es. Ja, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Also der Preis stimmt schon auch mit dem überein, was ich hier in der Liste drin sehe. Ja? Okay. Ja. So, damit müssen wir schon wieder zur Isla Bomba zurück. Ohne Scheiß? Ja, es ist so ein bisschen blöd, weil es gibt den hier bei der Isla Bomba und auf Ichthusk ist noch der dritte. Und man muss für den billigsten Weg... ist das in der Reihenfolge, wie es hier steht, dass man da halt am wenigsten Rubine für ausgeben muss. Für die ganzen Tauschsachen. So. Oh, Junge, es ist so am Ruckeln. Das war gestern nicht der Fall. Es läuft heute irgendwas noch im Hintergrund? Nein. Überhaupt nichts. Das ist genau das gleiche wie gestern. Kein Chrome, Firefox, sonst irgendwie. Ich guck mal eben. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Nee. Isla Bomba, Leute. Wir gucken mal, ob es jetzt besser geworden ist. Es ist leider immer noch ein bisschen am Ruckeln. Ich verstehe leider nicht, was sich geändert hat zu gestern. Irgendwie ist mein Rechner auch sehr laut. Vielleicht muss ich ihn gleich einfach mal neu starten. Who knows? Neustart bewegt manchmal Glück. Und diese Vorverkaufsfahne muss ich dem Goron jetzt wieder zeigen, wa? Ja, genau. Okay. So. Da sind wir also nun. Mein lieber Goron. Zeige mir, was du noch so dabei hast. Lies mal. Das ist ja... eine Schlussverkaufsfahne, die ist ja cool. Dafür gebe ich dir eine Heldenfahne, was sagst du? Die sieht cool aus. Außerdem bekomme ich noch eine kleine Bearbeitungsgebühr. Also, dein Tauschgegenstand ist ja schon echt ranzig.
Aber leicht beschädigt. Das Differenz wohl beglichen sein. Mich verarschen? Ah, das ist sein Blatt. Also damit rechtfertigt er nur seinen Preis. Die Geronen werden hier dadurch, dass sie nichts mehr haben, wo sie unterkommen, werden sie richtige Händler, Alter. Nee. Haben wir unser Geschäft abgewickelt. Jetzt geh mal weg hier. So. Und mit der Heldenfahne gehst du jetzt nach Ichtusk. Ichtusk. Tausch die Ichtusk. Und dann tauschst du die gegen das nächste. Und mit dem Ding gehst du dann nochmal zur Mutter- und Kindinsel und kriegst dann den letzten Gegenstand. Okay, Ichtusk befindet sich... Wobei, nee, die Statuette musst du dann noch zu Ichtusk wieder zurückbringen. Das letzte, was du dann bekommst. Also Ichtusk kannst du dich direkt importen. Jo. So, dann von Ichtusk zur Mutter- und Kindinsel und von da aus dann nochmal nach Ichtusk und dann kriegst du dafür schon mal ein Herzteil vom Goronen. Mhm. Und wenn du... Ja, wobei... Ich lese gerade, du hättest die Barriere sogar schon viel früher kriegen können. Da musst du nur noch mal mit dem Susunari in Portemonnaie quatschen. Dann okay. Kriegst du den Gegenstand auch. Also jetzt noch Portemonnaie doch? Nee, also mach jetzt erstmal die Tauschquest weiter. Du kriegst aber den Gegenstand von ihm quasi schon. Okay. Ja gut, Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen noch mal kurz einen Cut, weil ich werde, glaube ich, einmal meinen Rechner neu starten. Wobei es jetzt gerade eigentlich funktioniert halbwegs. Da oben ist der Corona drauf, ne? Nee. Ist, nee, da war der Krog. Ich glaube, der ist da hinten auf seinem Floß. Okay. Oh Gott, müssen wir hier durch. Der anderen Seite von der Insel. Ja. Hier rum. Da chillt er ganz alleine. Das ist schon ein trauriges Leben hier, ne? Ja. Goronia gibt's nicht mehr. Bitteschön. Das ist ja eine Heldenfahne. Dafür gebe ich dir Postbotenstatuette. Und was sagst du? Die sieht gut aus. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings aufhalten. Alter! Ich glaube, unter 100 Rubinen kann ich aber wirklich. Junge, die werden immer teurer. Wir sind uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt einen Teil des Zahns. Schliff mit deiner Hand aus. So, zack. Laber mich nicht voll. Blablabla, 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 bla. Jetzt nach Portemonnaie, wa? Oder habe ich es falsch verstanden? Nee, jetzt zur Mutter- und Kindinsel wieder hoch. Da nochmal tauschen. Kann ich hinfahren. Mit dem Gegenstand, den du da bekommst, gehst du dann nochmal hierhin zurück. Und dann bekommst du vom Goronen ein Herzteil. Und im Portemonnaie bekommst du, wenn du mit dem Dude redest, wo der Stand ist, deine magische Barriere. Hui! So schnell geht's, Alter. Wenn man den richtigen Helfer an seiner Seite hat, kann man jede Handelsquest abschließen. 100%, Alter. Mhm. Naja, ich glaube 100% in diesem Spiel, ich weiß gar nicht. Gibt's hier irgendwas, was sehr nervig ist? Was? So manche Minigames können einen so ein bisschen auf die Palme bringen, glaube ich. Mhm. Ich meine, jetzt das Kabooms Blüsch haben wir ja relativ schnell dann irgendwie hingekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt noch mal was da gibt, wenn man noch mal gewinnt. Mhm. Aber es kann sein, dass man tatsächlich sogar noch eine Schatzkarte da bekommt, wenn man den noch mal sollte. Bin ich mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ach, noch mal Kabooms Blüsch meinst du? Ja, genau. Ah, okay, sehr spannend. Also noch mal den ganzen Bums. Naja, ob das wirklich so ist, weiß ich halt. Ach so, ja gut. Also, maybe, maybe not. So, ab ins Wasser. Und ich erbitte um Audienz. Ab auf die Insel. Ach so, warum spreche ich den überhaupt an? Hier, bitteschön. Ja, deine Lebensgeschichte interessiert uns nicht mal. Ist echt so, Alter. Ups, sorry. Über den hast du gesprochen. Ja, den habe ich gesprochen. Ja, verstehe ich. Oh, das ist ja ein Postbotenstatuette. Oh, dafür gebe ich dir eine Handelsgenie-Statue. Alter, das ist der Typ. Ja. Das ist der Typ, Leute. It's him. Der hat jetzt schon einen Namen gemacht. Junge, aber der hat nur einen Namen wegen mir. 200 Rubine. Alter Schwede, ey. Ich meine, das Geld braucht man für nichts anderes mehr. Vor allem nicht so viel. True.
So, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir zurück nach Portemonnaie. Nee, jetzt nach Ichthusk nochmal. Ach so, Leute. Da zeigt wie ich es die ganze Zeit falsch mache. Alles gut. Ich kann so, ey, ich bin doch Crypticon, ich spiele Legend of Zelda Woodwalker alleine durch. Hey, Grigo. Du behauptest, du bist ein Zelda-Fan? Hey, Leute. Ja. Ich bin Zelda-Fan. Ich mache alles richtig alleine. Mhm. Ja, Ichthusk, ne? Ja. Ja. Okay. Warum ich mich da jetzt hinwarpe, weiß ich auch nicht, aber gut. Naja, das geht ja doch schneller als Tint. Naja! Auch wenn es mit dem schnellen Segel schnell geht. So, jetzt kriegst du ein Herzteil. Und wenn du, musst du halt gucken, dass du auch bei Tag, der Händler, glaube ich, auch nur da, dann musst du nochmal kurz Tag machen und mit ihm nochmal quatschen. Oh, guck mal, Terry. Hast du bei dem goldenen Terry eigentlich schon Dinge gekauft? Ja. Der hat ja auch ein Herzteil und andere Dinge. Aber hat er das Herzteil sofort im Angebot? Ich glaube schon. Vor allem, also du hast schon 4 Flaschen. Ich glaube, eine Flasche war auch schon bei ihm nur zu holen. Also es kann sein, dass du natürlich da auch schon alles geholt hast. Ja, ich glaube, da habe ich schon alles geholt. Eine Handelsgenie-Statuette. Diese Anmut, diese Erhabenheit nach diesem Händler. Also wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Wundervoll, ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. So kommt man. Den reiß ich mir jetzt aus der Brust. Was für ein wundervoller, denkwürdiger Tag. Oh mein Gott, ich will mir die Statuette heute Nacht das Kopfkissen legen und von meinen eigenen Strandträumen. Hahaha. Warum lacht er darauf so krass? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist unheimlich. So, jetzt. Also ich. Einmal kurz die Frage, Rigo, wo ist denn hier sein Kissen, wo er es runterlegen will? In seinem riesigen Rucksack. Genau. Ich weiß ja nicht, was der alles so mit sich rumschleppt. So meinst du so ein portables Zelt? Zum Beispiel. Könnte sein, ne? So, ich weiß nicht, der wievielte verdammte Cut ist in diesem Part, ist aber gerade auf einmal kam aus meinem Sound von... Was passiert hier gerade? Der Sound aus meinem Spiel kam aus meinen Boxen raus und nicht mehr aus meinen Kopfhörern. Ich glaube, irgendwie, da will mich jemand wirklich veräppeln. Dinge geschehen. Dinge geschehen, genau. Dinge geschehen, Dinge passieren. Wir sind jetzt wieder auf Portemonnaie. Jetzt werden wir etwas ganz Tolles machen. Wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass es Tag wird. Und wir werden uns etwas Tolles holen. Scheiße, ich war nochmal... Nee. Jawohl. Nein, das ist für... Nein, das ach, ist fuck. Ein Scheiße. Okay, wie war's nochmal? Rechts, links, runter. Ich hab's doch richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Nein, hast du nicht. Doch. Jetzt nur der richtige Versuch reingeschnitten. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, also alle sagen, ich hab's falsch gemacht. Das ist Sauerei. Ja. Gibt's ja hier auch diesen Weg hier, so schneller zu sein? Ich glaube nicht. Wie in Legend of Zelda Ocarina of Fuck. Ich meine, ich hab ja schon... Alter! Ja, der Stand ist jetzt krass. Junge, wie der Typ einfach reich durch mich geworden ist. Wobei, es kommt mir gerade komisch vor, dass da rechts noch so 2 leere Plätze sind. Ja, mir auch. Aber, Sieh doch nur, mein Freund. Meine Waren sind mir jetzt bereits überaus beachtlich. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren vom friedigen Händlern. Jetzt kann sich mein Stand aber auch wirklich sehen lassen und auch ich bin mir jetzt meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir alleine verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will dich wirklich erkenntlich zeigen. Eigentlich ist es ja kein großer Schatz. Mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel. Aber bei einem Dankesgeschenk an dich will sich Tsutsunari nicht lumpen lassen. Ja, es fehlen tatsächlich noch 2 Sachen. Die magische Barriere gefunden. Mithilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Benutze sie, indem du sie beim Item-Menü einsetzt. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir annahm. Es ist mein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegenden Händler für mich, auf dass mein Warensortiment noch vielfältiger wird. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Guck mal, er gibt mir sie jetzt schon, aber da fehlen noch 2 Sachen. Also, ja,
Ich sehe gerade, es gibt noch die Fossilschädel-Statuette. Die steht hier jetzt noch nicht. Mhm. Wobei, also wie, warte mal, ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Doch, irgendwas fehlt noch. Mal kurz durchgucken. Ist das schon die Petri-Heilfahne? Ist das die neben dem Windrad? Keine, wie kann ich das herausfinden? Laber ihn mal an hier, weil dann kannst du quasi kaufen. Nee, Petri Heil fehlt auch. Also es fehlt Petri Heil und es fehlt Fossilschädel-Statuette. Da kriegst du jetzt halt nichts mehr für, außer dass du dich besser fühlst, weil der Stand voll ist. Ja, wenn, dann machen wir jetzt hier alles. Ja, dann hol dir mal, muss mal kurz gucken, wie man die... Hol dir mal eine Heldenfahne. Mhm. Oh, jetzt okay. Gut, Freunde, das machen wir aber gleich nach einem kurzen Cut. Ich werde meinen Rechner kurz neu starten, weil das Ruckeln geht mir so auf den Sack. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange dieser Neustart gedauert hat. Für euch ist es eine Millisekunde verlangen. Wie lange ist es für dich vergangen, Rigo? Ich habe nicht so genau geguckt, aber von so 5 bis 7 Minuten oder so. Länger. Also, wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal hin? Also, ja, wir wollten eigentlich ja jetzt noch den Stand voll machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Ja, dann musst du jetzt nochmal dir eine Heldenfahne organisieren bei dem Blut. Das war der bei Ichthus, ne? Willst... Nee, du machst das einfach direkt hier. Du kaufst die jetzt. Du hast ja jetzt gerade nichts mehr zum Tauschen. Oh mein Gott, stimmt. Guck mal, wie dürf ich bin. Auch wieder hier, Freunde. Hätte ich die gute Fee nicht an meiner Seite, wie wird's mir dann gehen? Willst du keine gute Fee sein? Bist du lieber ein guter Goblin? Bist du noch da? Ja, ich bin da. Alles okay. Gut. So, du brauchst die Heldenfahne einmal. Junge, oh mein die. Gott, ich muss hier weg. Okay. Heldenfahne, die mit diesen Schwertern drauf, ja. So, ich kann ja immer nur 3 Sachen auswählen hier, Mann. Ja, der Stand ist einfach zu groß. Kaufen! Give it to me, baby! So. Vielen Dank, beehre mich bald wieder. Gut, damit gehst du zur Isla Bomba und tauschst die da. Komisch, dass er, also anscheinend kann man das voll abkürzen, Alter. Ist schon so seltsam, so. Oder? Was abkürzen? Naja, diese ganze Tauschquest. Wieso kann man die abkürzen? Naja, dass du halt, okay, Glitch. Dass du halt das Ding, das, die Barriere bekommst, bevor du überhaupt alles hier fertig hast. Ja, weil die Tauschquest ist ja eigentlich nur für, das Herzteil. Wie ich das hier gelesen habe, musst du 2 Sachen tauschen, damit der Stand einfach wenigstens 3 Sachen zum Verkaufen hat, dann kriegst du schon die Barriere. Ach so. So schnell also geht das? Alles machen muss man gar nicht, um die Barriere zu kriegen. Ich weiß auch nicht, ob das auch anders ist im Vergleich zu der GameCube-Version. Ja, das ist lustig, weil ich habe ja einen privaten Spielstand hier von Wind Waker und das habe ich damals gespielt, als die Wii U bekommen habe. Übrigens, das Knistern ist noch ein ganz bisschen, aber es ist weniger geworden. Also ist besser. Ich habe das ja schon mal gespielt und ich weiß, dass ich diese magische Barriere habe, aber dann habe ich wahrscheinlich damals auch nicht alles gesammelt. Vermutlich nicht. Weil es ja eigentlich echt ein bisschen unnötig ist. Vor allem, du gibst ja jetzt nur noch unnötig Kohle aus. Ja gut, wie gesagt, wofür brauchen wir noch groß das Geld? Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du auch bei dem Auktionshaus schon alles gekauft hast. Ja, das können wir ja gleich mal gucken. Ich meine, sonst heben wir noch ein paar 50 Rubine aus. Ja, gibt es ja auch Herzteile zu ersteigern und Schatzkarten. Das bessere Segel hast du ja schon. Gott, okay, jetzt gerade hängt die Bildschirmübertragung ein bisschen hinterher. Ich höre Dinge, die noch gar nicht auf dem Bild passiert sind. Ja, gut. Gar nicht passiert sind, okay. Aber ich gebe dem Mann jetzt auf jeden Fall. Ja, jetzt ist wieder synchron. So, Heldenfahne, jetzt musst du die Petri-Heilfahne kriegen. Die Petri-Heilfahne, sehr gut. Bearbeitungsprobe, wie viel kriegst du? 85. Der,
Mit der gehst du jetzt nochmal nach Ichthusk. Mhm. Tausch die einmal da gegen die Wasserkrugträgerin nochmal. Und die tauschst du direkt bei dem gleichen noch einmal gegen die Fossilschädel-Statuette. Dann hast ist, du alle. Also ist das so, gibt es so wenig Goron nur? Ichthusk, ja, Isla Bomba und der andere, wo war der andere nochmal? Mutter-Kind-Insel. Gibt nur drei Stück, ja. Drei Stück? Mhm. Ist schon so ein bisschen unheimlich, dass es ein ganz Wind Waker nur drei Goron gibt. Naja, alle anderen sind abgesoffen. Probably. Die drei haben vielleicht zufällig, standen die gerade in der Nähe von irgendeinem Floß, wie jetzt gerade, und haben sich drauf gerettet und die anderen sind alle erbärmlich ertrunken. Ist das eigentlich überliefert in der Zelda-Geschichte, wie schnell die Welt geflutet wurde? Wie das mit der Flutung war, weiß ich nicht. Ob da eine Zeitangabe mit dabei war, ich glaube nein, aber... Stell dir mal vor, also so weiß. Direkt schnell, also bam bam oder was? Naja, muss ja relativ schnell schon irgendwie passiert sein, weil die Götter hatten es ja ein bisschen eilig mit dem Versiegeln des Bösen. Ja, das ist auch wieder recht. Und haben dabei alle ihre Kinder umgelegt. Schon ein stabiler Deal, oder? Ja, kann man so machen. So. So. Die. Und dann. Gebe ich demselben Mann. Hut. Ja. Noch einmal. Und hier. Zack. Und das müsste dann den Stand vervollständigt haben. Fossilstädel. So, 60. Und fertig ist der Bums. Ja, die Tausch gegen ihn ist etwas ausgebleicht. Den haben wir von dir, du Trottel. Das ist Wahnsinn, ne? Wie er so ein Dummkopf. Ja. Soll ich ihn mal vom Floß schmeißen, Alter? Das geht. Doch, das geht. Ich hau jetzt diese... Guck mal hier, seine ganzen Hab und Gut zerstöre ich hier. In Breath of the Wild könntest du ihm jetzt eine Bombe anschmeißen, er wird wenigstens darauf reagieren. Aber hier passiert ja gar nichts. Oh, Breath of the Wild. So. Okay, Tauschquest ist fertig. So, sehr gut. Jetzt gehen wir ins Aktions aus dem Portemonnaie und gucken mal, ob wir da noch was haben. Und ich glaube, dann kann ich den Part beenden, weil ich weiß, haben wir insgesamt schon über 20, oder? Weiß ich nicht. So zerstückelt jetzt, dass ich das nicht mehr so gut einschätzen kann. Lito. Das andere ist, wie gesagt... Du hast doch jahrelang Let's Played. Was sagt deine Intuition? Könnte an die 20 Minuten rankommen, vielleicht, ja. So, das andere war aber auch hier alle diese Blumentöpfe jetzt mit Sachen aus dem Stand verschönern, damit der Dude am Ende auf der Bank sagt, oh ja, ist ja richtig toll jetzt hier. Und dann kriegst du ein Herzteil? Da gibt's dann auch nochmal, da gibt's ein Herzteil für. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Blumentöpfe es hier insgesamt gibt. Das heißt, ich muss alle hiervon kaufen? Nee, es reicht, wenn du kannst auch die billigste Blume nehmen, 1000 Mal, Hauptsache überall steht was drin. Also ich muss sie aber ganz oft kaufen. Ja, da musst du aber ganz links kaufen. Ich meine, da kommt es am Ende drauf an, jetzt irgendwer, der jetzt irgendwie einen Sinn für Stadtbild und sowas hat, der würde jetzt verschiedene Sachen überall reinstellen, aber kostet halt mehr Geld. Ja, nimm mir wenigstens die blaue, die ist schöner. Wie viele brauchen wir? 20? Also, du kannst ja eh nicht so viele davon gleichzeitig mit rumtragen, weil die Posttasche ja auch begrenzten Platz hat. Aber du kannst... von so viele kaufen wie möglich, bis er sagt, oh, du hast gar keinen Platz mehr. Das ist auch wieder was, ey, das ist ja so langatmig. Hier, ich mache einfach Stadtblume und Blume immer hin und her. Dass man nicht einfach ein bisschen schneller kaufen kann. Na, wenn jetzt sagen jetzt könnte, schon voll, ja, sagt er. Hä? Was ist denn da alles drin? Kann eigentlich gar nicht so viel sein. Du hast deine Fossilschädel, den hast du noch dabei, ja. Hä? Jetzt los, okay. Ja, manchmal backt das Menü, das habe ich auch. Daran erinnere ich mich sogar. Das war auch schon. Hä? Das ist doch nicht voll. Warum hat er das denn gerade gesagt? Weiß ich nicht. Fang doch einfach mal an. Ah, ein bisschen verglitscht, ne? Wirkt gerade so. Meeresblume? Kaufen? Hä? Bei meiner kannst du drei gleichzeitig kaufen, hat er gerade gesagt. Oh mein Gott. Na gut. Hier. Ja, damit jetzt keiner mehr zum Kaufen kommt. Genau, wie? So, und hier noch. Und ich würde sagen, Freunde, das, glaube ich, mache ich offscreen, oder? Ist doch ein bisschen... Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis wir hier alles gefunden genau, haben. Genau, das machen wir offscreen. Und dann im nächsten Part werden wir durch diese Stadt laufen und mit diesem Mann hier reden, ne? Oder? Ja, der findet dann auf einmal alles ganz toll, weil er sagt jetzt noch...
Ich habe gleich gespürt, dass auch du dich selbst uns für unsere Sache freiwillige Hilfe einhältst. Ich bin nur schon recht lange dabei. Da kriege ich natürlich sofort, wenn sich jemand für die gleiche Sache stark macht. Bei solch einer guten Sache sollst du wirklich jeder mitmachen. So, und mit dieser Sache meint er, dass er hier mehr Blumen will. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Part wieder und dann bekommen wir direkt ein Herzteil. Rigo, ein Part Wind Waker fängt damit an, dass wir ein Herzteil bekommen. Wie geht's besser, sei ehrlich? Endboss besiegen. Eines Tages. Vielleicht. Okay, naja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Rigo wird wieder dabei sein, weil Rigo toll ist. Yay. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ciao.